Wow. Nachhaltigkeitsberichte gibt es tatsächlich schon seit den 1990er Jahren. Sie entstanden laut Wikipedia als Weiterentwicklung der von Unternehmen sowieso schon veröffentlichten Umweltberichte. Seitdem stellen sie also alle Tätigkeiten und Leistungen dieser Organisation im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung dar. Also die Umweltberichte gab es dann auch schon vorher sozusagen. Aber welche unterschiedlichen Standards gibt es eigentlich bei den Nachhaltigkeitsberichten jetzt und welche Anwendungsgebiete sind da denkbar? Darüber habe ich mit meinem heutigen Gast Niklas Polster gesprochen. Niklas ist Senior Manager bei Deloitte und dort als Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Power Utilities und Renewables aktiv. Er hat mir erzählt, wie er bei Deloitte eigentlich zu dem Thema gekommen ist und was das alles damit auf sich hat. Achtung Spoiler! Die Nachhaltigkeit von Unternehmen wird auch zunehmend wichtiger in der Kapitalbeschaffung. Wer hätte das gedacht? Mich hat in diesem Zusammenhang einige Tage nach der Aufnahme dieses Podcasts ein Post von Lukas Glowacki noch einmal speziell auf dieses Thema gestoßen. Seine Frage war, wie kann ich mein Geld fair, also ökologisch nachhaltig und ethisch-sozial anlegen, ohne auf zu viel Rendite verzichten zu müssen. Das passt alles insofern gerade hervorragend in meine Bubble, weil ich selbst gerade mein Girokonto von der Sparkasse zur GLS-Bank gewechselt habe und natürlich schwer hoffe, dass die GLS ausgesprochen scharf darauf schaut, dass auch mein Geld, wenn es auch nicht viel ist, nur nachhaltigen Zwecken dient. Wie auch immer, Nachhaltigkeit und die Berichte darüber erlangen in unserer aller Leben mehr und mehr Wichtigkeit und Relevanz. Und ihr alle als die Stadtwerke da draußen könnt daraus vielleicht sogar Kapital schlagen. Hört also mal rein in diese neue Folge des Digitale Stadtwerke Podcast. Hallo, moin moin, mein Name ist Matthias Mett, hier sind die digitalen Stadtwerke, ein weiterer Podcast heute und zwar gemeinsam mit Niklas Polster von Deloitte. Hallo Niklas, schön, dass du da bist und dass du Zeit gefunden hast für uns. Moin Matti, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Ja, sehr, sehr gern. Genau, und Niklas ist von Deloitte und was Niklas da macht, das wird er uns dann gleich erzählen, wo er herkommt und warum er das eigentlich tut, was er tut. Und heute ist das Thema Nachhaltigkeitsberichte oder der Nachhaltigkeitsbericht. Was kann man damit machen? Wozu ist das überhaupt gut? Und wie gehe ich da eigentlich vor? Niklas, spannendes Thema hast du uns mitgebracht. Auch ein Thema, über das man wahrscheinlich trefflich streiten kann. Es gibt unterschiedliche Standards, aber bevor wir dazu kommen, einmal zu dir. Wo kommst du her? Was hast du eigentlich gemacht und wie hat es dich eigentlich in diesen Themenkomplex verschlagen? Ja, vielen Dank. Ich bin selbst Wirtschaftsprüfer, das heißt per se erstmal mit der Energiebranche gar nicht so viele Berührungspunkte am Anfang meiner Karriere gehabt, habe klassisch im Wirtschaftsrecht angefangen zu studieren und dann eben diese Berufsexamen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer bei Deloitte durchlaufen. Ich hatte Berührungspunkte mit der Energiebranche eher in meiner Jugend. Ich bin in der schönen Stadt Grevenbroich groß geworden. Das ist, vielleicht erinnert sich jemand noch dran, damals mal die Bundeshauptstadt der Energie gewesen. Wir haben nämlich einen sehr großen Tagebau- und Kohlekraftwerke in der Zeit gehabt. Das war eine, ich sag mal, noch die ältere Zeit der Energiebranche und habe damals nicht so viel über erneuerbare oder ähnliche Punkte nachgedacht. Habe es halt immer so ein bisschen gemerkt, viele meiner Freunde, Familien haben bei den Stadtwerken und Kraftwerken da gearbeitet. Mhm. Aber im Kern ist das halt so eine spannende Entwicklung, wenn man jetzt nach Hause kommt und diese großen Kohlekraftwerke da noch sieht und sich jetzt eben beruflich sehr stark mit Erneuerbaren und anderen Energien beschäftigt, weil die Tendenz bei mir war dann eher ein Zufall. Also ich habe bei den Leuten ganz normal angefangen zu arbeiten und habe dann einfach zufällig am Anfang meiner Karriere mehr Energiemandate betreut und das wuchs dann immer mit der Zeit. Und ja, heute betreue ich sowohl klassische Energieversorgungshandelsunternehmen, aber auch spannende Startup-Gesellschaften im Bereich Ladeinfrastruktur und mache dort insbesondere eben dann Jahresabschlussprüfungen oder Beratung rund um Accounting oder Prozesse. Okay. Ja, cool. Grevenbroich, ja? Also ist das eigentlich mit OI geschrieben wird? Ja, genau. Jeder spricht es erstmal als Grevenbroich aus, der kriegt ja dann einen auf den Deckel. Die ganz Interessierten assoziieren das vielleicht noch mit Horst Schlemmer, den die damals mal als... Ja, an den habe ich auch gedacht, an das Grevenbroicher Tagblatt oder was haben wir gesagt? Genau. Grevenbroich, okay. Das war dann... Flug und Segen zugleich, weil das natürlich eine gute Plattform war für Marketingzwecke.
aber man es dann auch irgendwann nicht mehr hören konnte, wenn es dann das Einzige war, womit man es verbunden hat. Ja. Aber ja, damals eben eine spannende Zeit für Grün Hoch. Jetzt natürlich eine ganz andere Herausforderung. Jetzt bauen wir oder baut man Windparks auf der Höhe, wo früher der Tagebau, sag ich mal, abgeladen wurde. Also man sieht da Ja. wirklich auch die Energiewende. Das ist immer ein spannendes Beispiel. Ist ja mit Sicherheit ganz schön ja, Wandel und bestimmt auch befremdlich für die Menschen, die dann lange da leben und Genau. irgendwie vielleicht auch ihr Arbeitsleben im Tagebau verbracht haben und dann irgendwie in ihrer Rente jetzt sehen, wie sich das alles verändert. Also ja, ist Also da ja. ist es immer wichtig, die Menschen abzuholen, finde ich, weil wir haben wirklich Dörfer und Städte, die direkt neben den Kraftwerken gebaut wurden. Und da arbeitet dann 90% der Einwohner in irgendeiner Form dann für das Ja. Kraftwerk. Und da ist die wichtigste Frage, und das finde ich ist auch eine der wichtigen Fragen im Rahmen der Energiewende: Wie holt man die Leute ab? Wie zeigt Ja. man denen neue Arbeitsplätze, neue Möglichkeiten auf? Ja. Und dann bist du also praktisch irgendwie erstmal über das doch landläufig eher als trocken eingestufte Thema Steuer und Steuerberater-Themen irgendwie bei die Leute gelandet und in die Energiewirtschaft über die Mandate sozusagen reingerutscht. Und ja, genau. Wann bist du denn mit deinem ersten Nachhaltigkeitsbericht in Kontakt gekommen? Wie ging das dann? Ja, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Also Wirtschaftsprüfer, Steuerberater werden grundsätzlich eher so als trockene Menschen wahrgenommen. Ich hoffe, ich widerlege heute ein bisschen das Kann ich Vorurteil. bestätigen. Aber genau, das war wirklich das Spannende, war dann die Branche, weil wir haben dazu ab 2011 dann auch den Aufschwung und den Höhepunkt EEG mitbekommen. Dann ging es in die Richtung, die Unternehmen dort zu betreuen. Jetzt haben wir andere Themen wie Behandlung von Power Purchase Agreements oder das ganze Thema rund um die Zertifikate. Und dann kam natürlich schon, ich sag mal so ab 2017 die ersten DAX-Unternehmen, die dann auch Nachhaltigkeitsberichte erstellt haben, die ja dann auch in der Verpflichtung erstmal waren. Das sind so Begriffe wie nicht finanzielle Erklärung und dann ausgeweitet zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dann gab es lange Überlegungen, ein sogenanntes Integrated Reporting, also die Nachhaltigkeit oder nicht finanziellen Aspekte und finanziellen Aspekte zu kombinieren. Das hat aber auch große Herausforderungen mit sich gebracht. Und jetzt kommt wieder sehr viel mehr Bewegung in die Materie, eben auch für zunächst noch die großen börsennotierten und kapitalmarktorientierten Unternehmen, aber dann ab 2023 vermutlich auch für, ich sag mal, mittelständische, aber trotzdem große Kapitalgesellschaften in Deutschland, die jetzt in keiner Form am Kapitalmarkt aktiv sind, Ja. sodass jetzt das Thema wieder deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Und das Okay, betrifft jetzt also. nicht mehr nur die, sag mal, die Unternehmen, die das auch von den Prozessen und von den Abläufen her schneller umsetzen können, wenn natürlich die Informationen erstmal gesammelt werden müssen und vor allem sich vielleicht auch überlegt werden müssen, was für eine Strategie fahren wir eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit. Das sind jetzt Fragestellungen, die jetzt eigentlich erst gestellt werden. Ja, okay. Also das heißt, wir haben da ja, kommt was auf Firmen zu, die eigentlich bislang gar nicht so richtig damit gerechnet haben und die müssen das ja irgendwie auch schultern, das ganze Thema, ne? Vielleicht nochmal zum Anfang des Nachhaltigkeitsberichts. Es gibt ja nicht den einen Nachhaltigkeitsbericht und ich habe tatsächlich zu Anfang gedacht, der Nachhaltigkeitsbericht hat ausschließlich was mit Energie, CO2 und diesen Dingen zu tun. Dabei ist das ja nur ein Bestandteil des Ganzen. Wie stellt sich die Lage dar? Was gibt es so für Standards und was setzt sich da durch? VHS oder Beta, Max? Ja, ich glaube, das ist die richtige Frage, weil wenn wir den Begriff Nachhaltigkeitsbericht, dann gab es auch mal lange den Umweltbericht, den CO2, den Emissionsbericht. Ich würde es vielleicht, damit man gar nicht so sehr abdriftet in die einzelnen Bestandteile, würde ich den Kontext Nachhaltigkeit vielleicht einmal einrücken, wie er heutzutage wahrgenommen wird und dann auch in der Zukunft getragen wird. Weil, wie du richtigerweise sagst, ist Nachhaltigkeit mehr als nur Energie. Man kürzt das immer mit ESG ab, also Environmental, Social und Governance. Und das sind eigentlich die drei Bestandteile, die den Kontext Nachhaltigkeit eigentlich am besten wiedergeben. Nämlich zu sagen, Umweltaspekte sind ein Aspekt. Das umfasst dann, wenn wir jetzt auf Stadtwerke oder Energieunternehmen gehen, erstmal die Produktion. Also produziere ich grauen Strom etc. Bei Industrieunternehmen auch insbesondere das Thema Energieverbrauch. Wie hoch ist mein Energieverbrauch?
Was sind meine Ziele, wie ich hier effizienter werden möchte? Das ist natürlich eines der Themen, was, glaube ich, den stärksten Fokus die letzten Jahre hatte. Also Effizienzgedanken, glaube ich, immer noch nicht da, wo wir sein wollen, aber schon deutlich stärkste Entwicklung. Und dann eben das dritte Thema, CO2-Emissionen, was sicherlich da im Kontext steht. Also wie viel und andere Emissionsträger, also CO2 ist ja, steht ja immer im Vordergrund, aber es gibt natürlich auch andere Träger, die da eine Rolle spielen, aber eben insbesondere das Thema aus den Industrieunternehmen, wie viel CO2 emittiere ich denn, wie kompensiere ich das? Net Zero ist, glaube ich, der am häufigsten verwendete Begriff. Road to Net Zero, wie wann möchte ich dahin? Deshalb Nachhaltigkeit eben ESG, also die drei Bestandteile, E als einer, Social dann der zweite. Auch klar hervorheben würde, dass man sagt, naja, es geht eben um Diversity im Mitarbeiterstamm. Es geht aber auch um so Sachen wie Lieferketten. Es geht um die Tatsache, wie ich mich vielleicht auch der Öffentlichkeit gegenüber engagiere, also Stiftungen oder Maßnahmen etc. Und dann das Thema Governance als drittes, wo es dann eben auch um Kontrollen, Prozesse geht, Compliance-Richtlinien, die dort eingewendet werden. Und wenn man über diese Begriffe nachdenkt, dann ist, glaube ich, das Schwierigste in dem Bereich die, ich sag mal, die Strukturierung und die Quantifizierung. Und deshalb gab es in der Vergangenheit, und da braucht man, glaube ich, gar nicht also fragen, was das Beste oder das Schlechteste oder das vollumfänglichste Rahmenwerk ist, aber es gab entweder in der Vergangenheit verschiedenste Rahmenwerke für diese Nachhaltigkeitsberichte, weil es im Kern verschiedene Institutionen und Träger gab, die sich Ideen gemacht, Gedanken gemacht haben über diese Art Berichterstattung. Und dann haben sich gewisse durchgesetzt. Und jetzt mit COP 26 gibt es jetzt vielleicht eine Tendenz zu sagen, okay, du fragst vorhin, was überwiegt. Jetzt kommt praktisch Alternative C ins Spiel. Weil es gibt das Rahmenwerk, es gab das Rahmenwerk, GRI, hatten wir gerade so ein bisschen angesprochen. Und jetzt COP 26, das sogenannte ISSB, also das International Sustainability Standards Board mit Sitz in Frankfurt. Eine tolle, tolle Nachricht für Deutschland und auch für den Standort Frankfurt, die jetzt eben diese Standards entwickeln sollen, die dann international gelten sollen und eben nicht nur europäisch, nicht nur national, sondern den Rahmen geben sollen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Okay, also es gibt jetzt nicht so die Entscheidung, also ich hatte jetzt mir hier so rausgesucht, also irgendwie SDG, Kompass, EMAS, B Corp, also die Themen irgendwie Gemeinwohl, Ökonomie und es gibt dann irgendwie diese B Corporation, das ist irgendwie, oh Gott, The Benefit hieß es, genau. Da gibt es halt eben unterschiedliche Typen, die auch unterschiedlich komplex sind, habe ich gelernt. Und ich hätte jetzt praktisch, gut, nun, wir sind ja ein kleines Unternehmen, also insofern wahrscheinlich so klein, dass wir auch in nächster Zeit nicht jetzt die großen Aufgaben da kriegen. Nichtsdestotrotz ist das ja erstmal auch eine Entscheidung, wie baue ich die Strukturen auf, die richtigen Informationen zusammenzutragen. Du hast gerade Strukturierung und Quantifizierung genannt. Also das ist ja irgendwie auch die Struktur meines Reports. Und das heißt ja nicht nur, dass ich irgendwie ein Dokument schreibe in Word, sondern die ganzen Informationen müssen irgendwie ja irgendwo herkommen und vorliegen und vor allem auch nachprüfbar sein. Und da hätte ich einfach ein Problem als Unternehmer erstmal zu sagen, auf was für einen Standard setze ich. Also insofern sagst du, kann man eben sagen, ISSB, das ist das Ding, was jetzt kommt. Bildet das denn aus deiner Sicht jetzt auch schon praktisch die unterschiedlichen Größenordnung von Unternehmen ab, also dass auch ein kleines Unternehmen jetzt nicht, weiß ich nicht, sich verschulden muss, um das auf die Beine zu kriegen, ne? Ja, das ist immer der, und das ist bei uns in der Prüfung der größte Trade-off, die Fragestellung. Ich will natürlich so standardisiert wie möglich, um vor allen Dingen eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und ich glaube, das ist da, und das brauchen wir auch. Wenn wir uns normale Abschlüsse, Jahresabschlüsse angucken, die ja jedes Unternehmen erstellt, dann kann man als Leser, wenn man selbst auch jetzt nicht Wirtschaftsrecht oder Accounting studiert hat, kann man sich das irgendwie angucken, kann sagen, ich verstehe, was Umsatz ist, ich verstehe, was Gewinn ist, ich weiß ungefähr, kann Unternehmen vergleichen. Und das war, glaube ich, in der Nachhaltigkeitsberichterstattung einfach sehr schwierig, weil ich glaube, selbst wenn man sich heute noch verschiedene Berichte nimmt, dann gibt es Aspekte, auch wieder bei der Quantifizierbarkeit, die man vergleichen kann.
Aber die ganze Struktur und auch das Layout, das Design, die Informationen, die Art und Weise, wie auch vielleicht beschrieben wird, also bin ich vielleicht in manchen Teilen sehr positiv oder kann ich es neutral fassen, kann ich die Angaben prüfen, das war in der Vergangenheit dann auch nicht vergleichbar. Dann war der Nachhaltigkeitsbericht vielleicht auch so ein bisschen mehr, ich will das jetzt nicht als Marketinginstrument darstellen, Ja. aber vielleicht dann in Teilen eben bei den Unternehmen, die es dann freiwillig machen, eher die Überlegung, ich zeige jetzt mal was Positives und ich zeige natürlich auch sicherlich Ziele, aber wenn man ein einheitliches Standard-Setting hat, dann ist es, glaube ich, vergleichbar. Das führt natürlich bei kleinen Unternehmen dazu, dass man sagt, na, boah, da werde ich ja erschlagen von, wenn ich das alles erfüllen muss. Und deshalb wird es sicherlich auch da eine gewisse Abstufung geben. Oder man sagt eben, naja, wenn ich es nicht machen muss, wenn ich es freiwillig machen muss, dann darf ich mich natürlich auch an andere Standards orientieren, um da überhaupt mal eine Vergleichbarkeit zu bekommen. Ja, du hast ja gerade schon so ein paar Aspekte angesprochen. Also ich fasse nochmal so für mich zusammen. Es ist einmal gibt es natürlich die Datenerhebung, sage ich mal, also die Informationserhebung, irgendwo muss das stehen. Und wenn ich Daten, das kenne ich auch von uns auch, wenn ich Daten strukturiert irgendwo vorliegen habe, dann kann ich sie in unterschiedlicher Form später wieder aufbereiten. Also ich kann sie als, keine Ahnung, als Dashboard aufbereiten und kann eine schöne Webseite daraus machen. Ich kann es in ein schönes Layout kippen und eine anständige Broschüre oder ein Buch daraus machen. Und ich sage mal, der Output ist dann, kann dann sicherlich unterschiedlich sein. Also wenn ich das irgendwie für Marketingzwecke verwenden will, dann mache ich das auch hübsch und garniere das noch mit entsprechenden Erklärungen und so. Aber es gibt da vielleicht auch das Thema Vergleichbarkeit. Also ich möchte irgendwie dann meine Daten möglichst neutral zur Verfügung stellen, dass Leute die abrufen können, um dann mich auch im Branchenvergleich meinetwegen auswerten zu können und auch sagen zu können, aha, das ist ein Unternehmen der Textilindustrie. Im Benchmark steht der an der und der Stelle besonders gut da oder besonders schlecht da. Ich habe ja auch das Thema Lieferkette zum Beispiel steckt da ja mit drin. Gerade wenn es also Textil ist jetzt so ein Beispiel, wo eben viel aus, weiß nicht, Bangladesch, Vietnam und so weiter kommt, wo man die Arbeitsbedingungen nicht als per se gut bezeichnen kann. Da ist wichtig, dass dann irgendwie klar ist, wie wird das da kontrolliert. Diese Art von Datenhaltung, gibt's da eigentlich schon irgendwie einen Standard, irgendwas, woran ich mich halten kann oder sagen kann, diese IT-Struktur sozusagen, packe ich das rein oder so? Ich glaube, das ist eben das, was das Entscheidende ist, um zu sagen, wie kann ich eigentlich da hinkommen? Also, wenn man jetzt mal von einem leeren Blatt Papier starten würde, würde man immer erstmal mit seinem Ziel oder seiner Strategie starten, dass man sagt, wir als Unternehmen, was haben wir uns eigentlich im Rahmen der Nachhaltigkeit als Strategie, als Ziele gesetzt? Und daraus ableiten in irgendeiner Form die Rahmenbedingungen, wo man sagt, okay, es ist natürlich auch völlig unterschiedlich, in welcher Industrie ich vielleicht unterwegs bin. Ne? Du sprachst das Thema Lieferketten an. Das ist natürlich total unterschiedlich, wenn man in der Textilindustrie ist oder wenn man vielleicht hier nur in Deutschland produziert. Das heißt, diese Thematiken, erstmal das so wie so eine Pyramide runterzubrechen, Ziele, Rahmenbedingungen und dann zu sagen, so, was sind jetzt die Teilbereiche, die einen Stakeholder Englisch, also einen Adressaten des Berichts interessiert und da reflektiert ranzugehen und zu sagen, okay, wir müssen uns Gedanken machen, was sind die Fragen unserer Kapitalgeber, unserer Lieferanten, unserer Mitarbeiter und die Fragen dann wieder runterzubrechen, zu sagen, okay, kann ich hier eine Datenerhebung machen, was muss ich mir angucken, wo bekomme ich die her? Und das ist dann sicherlich das Schwierigste, nämlich da in der Mitte anzukommen, aber vielleicht nicht damit sofort zu starten, sondern es erstmal so ein bisschen runterzubrechen. Und dann Daten und Informationen zu sammeln, auch vielleicht zu merken, hier komme ich noch an meine Grenzen. Da gibt es ja dann auch, ich sag mal, Unterschiede, dass man sagt, man hat einen Nachhaltigkeitsbericht und man erstellt den erstmal nach bestem Wissen und Gewissen, aber kann ihn vielleicht nicht mit hinreichender Sicherheit prüfen lassen, dass man sagt, okay, wir haben den erstmal so weit erstellt, wie wir es können. Wir können aber jetzt noch nicht alle Daten komplett so darstellen, wie sie vielleicht vorliegen müssten für eine vollumfängliche Prüfung. Und dann eben im letzten Schritt zu sagen, okay, jetzt daraus abgeleitet, Ziele und Maßnahmen. Was möchte ich denn jetzt als 2030, 2040 definieren in all diesen Bereichen, die wir gerade abgeklappert haben und dann die Maßnahmen beschreiben? Und dann geht es eigentlich erst um, so, jetzt gebe ich dem Ganzen ein Layout, eine Form, wie formuliere ich es, wo schreibe ich vielleicht ein bisschen neutraler, wo kann ich auch schon stolz, positiv berichten. Solche. Das würde ich ein bisschen in den Kern bringen. Das Thema Standards für solche Prozesse. Relativ schwierig, weil es eben genau unternehmensunterschiedlich ist.
Und deshalb ist diese Pyramidenbildung, sage ich mal, vielleicht ein guter Aspekt, um zu starten. Ich meine, gern, je größer man dann ist, dann holt man sich auch oftmals vielleicht für das Setting erstmal externe Hilfe rein, um so ein bisschen zu schauen, wo wollen wir da hinlaufen. Ja, ich stelle mir das gerade vor, wenn, wir haben ja gesagt, du musst erstmal die Daten ja irgendwie erheben und so. Und wenn ich jetzt ein Lieferant bin von einem Industrieunternehmen, das ich sozusagen beliefere, mit was auch immer, ja, dann habe ich erstens im Zweifel noch gar keine Ahnung davon, was dieses Unternehmen von mir will. Also, und da kommt jetzt irgendwann was auf mich zu, von dem ich noch nicht genau weiß, was es ist. Ich möchte mich aber irgendwie vorbereiten. Und dann habe ich ja nicht nur einen Kunden, sondern vielleicht habe ich 20 oder 200 Kunden, die jeweils mit ihren eigenen Nachhaltigkeitsberichtsanforderungen auf mich zukommen. Das heißt, da muss ich mir schon eine ordentliche Strategie und meine eigenen Ziele einfach am Anfang schon richtig überlegen und in welcher Form will ich die Daten und in welcher Güte sozusagen zur Verfügung stellen. Und meinen Standard muss ich schon definieren, ne? Wer hilft mir denn dabei? Also, Das ist ein hilfst ganz du bei sowas? interessanter Punkt. Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das ist jetzt eine ganz andere Perspektive. Das ist dann nicht mehr das Unternehmen selber, was für sich definieren kann und, sage ich mal, die Anforderungen an Mitarbeiter, an Subunternehmer stellen, sondern auf einmal bin ich der Lieferant, der zugrunde liegt, oder der Subunternehmer, der die Informationen zur Verfügung stellt. Und da hilft natürlich eben auch wieder diese Standardisierung, dass eben nicht jeder unterschiedliche Sachen abfragt, ich 25 Berichte habe. Aber da gibt es dann entlang dieser Kette so gewisse Prüfungen, die dann, und das ist auch sinnvoller zu sagen, man prüft dann eben den Lieferanten als solchen, um dann den externen Kunden, sage ich mal, die Informationen oder die Informationssicherheit auch zu geben. Das sind dann halt auch so Unternehmen wie Deloitte oder andere Beratungsgesellschaften, die da dann unterstützen. Das mache ich persönlich nicht, aber da gibt's auch dann Gibt es nicht. Support, wie du richtigerweise sagst, weil das ist sicherlich ein Punkt, der damit reinspielt. Ich stelle mir gerade vor, also wir haben ja jetzt das Fokusthema Energieversorger, wir haben mit Stadtwerken zu tun, die Stadtwerke selbst stehen auch in der Pflicht, Nachhaltigkeitsberichte irgendwann zu erstellen. Einige tun das schon, die kleineren wahrscheinlich auch eher nicht im Moment, aber trotzdem irgendwie kommt das Thema auf so Stadtwerke zu und da muss ich auch. Stecke ich ja genau in diesen beiden Szenarien noch drin. Einerseits bin ich für mich selber verantwortlich, muss das machen, möchte auch einen Nachhaltigkeitsbericht liefern können. Und andererseits bin ich Lieferant von vielen Gewerbe- und Industriekunden, die ihrerseits einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Ich sitze ja super auf super interessanten Daten. Also ich habe RLM gemessene Kunden. Wo ich Viertelstunden genau sagen kann, was haben die verbraucht. Das wissen die jetzt selber. Wahrscheinlich gibt es noch ganz andere Daten und Informationen. Macht es da Sinn, sich auch irgendwie einen Standard zu überlegen und zu sagen, okay, als Energieversorger stelle ich meinen Kunden in einer Portalfunktion XY zum Abgleich ein bestimmtes Set an Informationen zur Verfügung. Steckt da vielleicht sogar ein Geschäftsmodell drin, so nach dem Motto, ich kann das noch weiter skalieren, ich kann dir noch mehr Rahmeninformationen geben, die kannst du dir noch, also das ist mein Basisding, das kriegst du von mir, weil du bei mir Kunde bist. Und wenn du mehr möchtest, lass uns miteinander reden, da habe ich so vielleicht nochmal eine Chance, sogar Umsatz mitzumachen, als Service das zu begreifen. Wie siehst du das da? Also ich glaube, was aus Stadtwerke-Sicht und dann aus der Kundensicht gerade aktuell das interessanteste Thema ist, ist das Thema Stromverbrauch und dann explizit vor allen Dingen Grünstrom. Also das ist, glaube ich, ganz extrem, was gerade noch stark über die Herkunftsnachweise und Zertifikate gemessen wird, dass man sagt, naja, wie kann ich denn nachweisen? Erstmal fangen wir mit dem Einfachsten an. Ich bin ein Industrieunternehmen und möchte wissen, wie viel Strom ich verbraucht habe. Dann habe ich natürlich in irgendeiner Form erstmal meine Jahresabrechnung. Ich bekomme meine Informationen, vielleicht auch dann nochmal auf einzelne Länder aufgeschlüsselt. Ich bin ein großer Konzern. Ich bin nicht nur hier aktiv, aber gehe mal ein bisschen zurück, um auch die Stadtwerke mit einzubeziehen. Ich bin in Deutschland aktiv. Dann ist jetzt gerade, glaube ich, die Tendenz zu sagen, wie viel habe ich insgesamt an Stromverbrauch? Und dann kommt darunter eine Zeile, die nennt sich dann Davonvermerk. Und dann steht darunter, wie viel davon ist denn erneuerbare oder aus erneuerbaren Energien produziert. Und dann ist gerade ein großer Anteil dessen über eben Umrechnung der Herkunftsnachweise. Was hat denn mein Stadtwerk dann für mich vielleicht entwertet? Also im Register für mich an mich geliefert und entwertet. Vermute aber, dass es eine noch stärkere Tendenz dahin geben wird, dass diese Art und Weise der Darstellung normaler Strom und Grünstrom
noch zu undetailliert ist. Also ich glaube persönlich, dass es eine Tendenz geben wird zu sagen, ich will nicht nur auf dem oder bilanziell, sage ich mal, auf dem Papier einen grünen Strom haben, sondern es wird vielleicht auch eine Tendenz geben zu sagen, ich möchte wirklich bei dieser Produktionsanlage wissen, wo mein Strom hergekommen ist. Und das ist natürlich was, was wir auch, glaube ich, sehen, vermehrt über Portale oder ähnliches, dass man eigentlich eine Live-Daten-Auswertung bekommt, zu sagen, hier, da kommt der Strom her, den habe ich dir gerade geliefert. Und der wurde auch wirklich hier lokal vielleicht produziert oder der wurde von der und der Windparkanlage oder der und der Solaranlage produziert. Weil das, glaube ich, das ist noch, glaube ich, etwas langfristiger gedacht. Aber dieser Mechanismus, sich über Zertifikate dann grün Draht zu stellen, hat seine Schwächen. Und das ist eben davon einer der, dass diese physische Lieferung dann oftmals noch grau ist. Und ich glaube, dass eine Tendenz dahin geht, zu sagen, als Stadtwerke, dass ich mein Portal habe, zu zeigen, hier, du kannst jederzeit eigentlich sehen, was wir an Strom für dich produziert haben, dann könnte eine Tendenz in der Zukunft sein, ja. Da fällt mir tatsächlich auch der Yves Schönberger ein, mit dem ich letztes Jahr, nee, dieses Jahr haben wir auch einen Podcast gemacht über das Thema Power Purchase Agreements und das und die Direktbelieferung sozusagen. Also, dass man sagen kann, jetzt ein Stadtwerk kann sich bei L-Blocks irgendwie mit Technologie ausstatten, um das möglich zu machen. Dann kann sich ein Kunde eben aussuchen, ich möchte gerne als erst beliefert werden von Windpark XY und zweitbeliefert von Solarpark YZ. Und das kann ich dann tatsächlich nachweisbar machen. Und damit ja, ist nochmal eine Stufe mehr. Also das ist dann wirklich realer Grünstrom, nicht so ein bilanzielles Thema. Und hat dann Genau. nochmal auch einen anderen Impact letzten Endes, ne? Das ist, glaube ich, das, was dann auch Unternehmen auszeichnet, zu sagen, ist es ein Unterschied, ob ich, sage ich mal, aus bestehenden Anlagen einfach die Zertifikate mitnehme oder mache ich so eine Art zusätzlichen Wert? Also schaffe ich, weil das ist ja das, was wir in Deutschland gerade brauchen. Wir brauchen Ausbau. Wenn wir wirklich den Ausbau fördern und Unternehmen sagen, ich nehme den Strom von dem Windpark ab, dann ist das natürlich auch eine gewisse, wirklich zusätzlicher Wert, der da gebracht wird. Die Unternehmen stellen dadurch dann eben sicher, dass die Finanzierung gestemmt werden kann für diesen Park, ne, dass wir natürlich eine gewisse Komponente da haben. Und dann ist es eben schon anders zu sagen, ich möchte eben, da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeitsstrategie, bin ich ein Unternehmen, was sagt, naja, ich muss auch in gewisser Weise auf meine Kosten gucken, ich muss trotzdem in irgendeiner Form, möchte hier einen Beitrag leisten, also mache ich zum Beispiel den ersten Schritt über Zertifikate, dann könnte ich aber auch definieren, ah, ich will aber eigentlich langfristig noch weiterdenken. Mein zweiter Schritt sollte sein, ich engagiere mich auch aktiv in dem Zubau und in den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das mache ich dann zum Beispiel über solche direkte PPAs oder eben solche Kooperationen mit Stadtwerken oder mit anderen Unternehmen. Da sind ganz viele, glaube ich, gerade aktiv, um zu sagen, ich möchte hier einen Mehrwert schaffen. Mal die ganzen regulatorischen Schwächen, die wir noch haben, beiseite. Dafür können wir dann reden, wenn die neue Bundesregierung aktiv ist und man sich da Pläne drüber gemacht hat. Aber aus Unternehmensperspektive, glaube ich, ist das Mindset zu sagen, ich möchte einen Mehrwert leisten, ganz interessant. Ja, also natürlich spielt immer bei allem auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit irgendwie mit eine Rolle, transparent machen, wo kriegt man es her und damit auch zu zeigen, das ist ein Statement für den Ausbau erneuerbarer Energien, der in Deutschland tatsächlich etwas schwächelt ja in den letzten Monaten irgendwie. Aber die, ja, das nochmal so transparent zu machen und zu sagen, okay, ich mache vielleicht will ich sogar auf meinem Werksgelände eigene Energieerzeugungsanlagen installieren. Das dauert noch ein bisschen, bis das soweit ist, weil wir in der Findungsphase sind. In der Zwischenzeit kaufe ich woanders ein und habe dann sozusagen meine eigene Prioritätenkette, von wem ich beliefert werden kann. Und dann fülle ich den Rest auf mit zertifizierten, ich würde sogar sagen, mit zertifiziertem Graustrom, also mit grünen Zertifikaten, aber kann dann sozusagen auch wirklich mein Engagement deutlich machen und damit auch so ein bisschen das Thema Energiewende nochmal besser erfahrbar machen. Also auch da wirkt ja so eine Kommunikation nach innen und nach außen. Also eigene Mitarbeiter, die sich auch wieder darum kümmern, vielleicht ihren persönlichen die Lebensumstände so zu gestalten, dass es ein bisschen CO2 optimierter wird und so. Ja, kann ich mir schon ganz, ganz spannend vorstellen. Und ich, man sieht das auch deutlich, wenn man auf die Berichterstattung achtet, dass es eben ein Unterschied ist,
ob ein Unternehmen veröffentlicht, man hat hier einen PPA über die Kurzstromlieferung, oder es wird ein neuer Windpark da und da gebaut und wir sind der Partner, oder ob es dann eben als, ich sag mal, Side-Notiz im Nachhaltigkeitsbericht oder im Lagebericht dann steht, dass man sich dort aktiv engagiert. Also man sieht dann schon auch jetzt, glaube ich, schon die Abstufung zwischen den Unternehmen. Und ich glaube, dass sich das in der Zukunft noch weiter auseinanderentwickeln wird, weil auch, wie du sagst, die Öffentlichkeit so langsam mehr informiert darüber ist, wie das abläuft und was für Mechanismen es gibt und wo dann wirklich der Mehrwert ist, wenn man auf einem Produkt gießt, das ist dann mit grünem Strom hergestellt. Ja, okay. Wenn du jetzt, wir hatten ja so der, ja, im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, was sind so Kriterien, warum mache ich das? Klar, mir fällt irgendwie als erstes immer das Marketing ein, ne? Also ich will allen zeigen, wie cool das ist, wo ich mich engagiere. Wir hatten das Thema Lieferkette schon, dass man nicht unbedingt selber der erste Treiber ist, der das in Gang setzt, sondern dass man vielleicht auch getrieben wird und damit dann auch eine Lösung dafür finden muss, dass man da nicht so eiskalt überrascht wird. Also man darf das ja durchaus jetzt schon mal angehen, das Thema, auch als kleinere, in Anführungsstrichen, Firma. Es gab aber auch das Thema Finanzierung, Investoren, Kapital und so, was ich auch schwerer greifbar finde in meinem persönlichen finanziellen, wollte ich gerade sagen, und unternehmerischen Kontext, habe ich jetzt nicht mit so fürchterlich viel Fremdkapital zu tun. Aber ich habe gerade zum Beispiel mein Girokonto gewechselt auf so eine Ökobank, wollte ich gerade sagen, also auf so eine Nachhaltigkeitsthematik. Und ich finde, dass das bewegte sich in den letzten Jahren immer mehr. Und so ein Kontowechsel ist ja auch irgendwie schon, das nervt und irgendwie so richtig Bock bringt das nicht. Aber irgendwann habe ich das jetzt gemacht und habe auch so ein bisschen so ein Gutmenschgefühl da in mir drin und denke, ach, das hast du schon gut gemacht und die investieren auch nicht in Waffen und auch nicht in irgendwas anderes Doofes. Und wenn man das zu Ende denkt, wenn die also nicht in sowas investieren, dann heißt das auch, dass ich unter Umständen kein Fremdkapital kriege von bestimmten Quellen, wenn ich eben nicht nachweise, dass ich einer von der sauberen Sorte bin. Wie stellt sich das für dich dar? Ist das tatsächlich ein Hebel, der gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich einfach groß ist, oder ist das eher noch so ein Underdog-Ding? Ich glaube, dass dieser Hebel notwendig ist, weil du sagst es richtigerweise, du sprachst es an, warum stellt man einen Nachhaltigkeitsbericht? Naja, der kostet Geld und der ist natürlich auch ein schönes Instrument in vielen Dingen. Natürlich immer in der Entscheidung, warum mache ich das persönlich als Unternehmen. Wenn aber jetzt der Hebel kommt, die Pflicht zum ersten Schritt zu sagen, du musst einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, dann ist das so ein bisschen okay, wir nehmen das jetzt in Kauf, wir machen das und man hat aber noch nicht das Gefühl dahinter, warum mache ich das? Und jetzt kommt der dritte Hebel zu sagen, man sieht es an vielen Stellen, dass eben nicht nur diese Kriterien, was ist denn jetzt ein grünes Investment, immer noch so ein bisschen in der Schwebe sind, sondern auch verstärkt, BlackRock macht es häufiger, aber auch andere Investment- und auch Banken sagen, wir wollen und wir brauchen Mechanismen, um auch Investments irgendwie vergleichbar nachhaltig darstellen zu können. Und dann, glaube ich, sind zwei, drei Sachen gleichzeitig passiert. Zum einen, vielleicht kann man den Begriff EU-Taxonomie einmal kurz erwähnen, also eine Klassifizierung der Systeme, dass eben Unternehmen ihre Umsätze, ihre Kosten als nachhaltig einstufen, also gewisse Regeln, die dazu führen, dass Unternehmen klassifizieren, was wirklich nachhaltig ihres Konzeptes ist, also es besser und lesbarer für Investoren und Kapitalgeber zu machen. Und dann eben im zweiten Schritt diese EU-Überlegungen und die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und dadurch müssen Unternehmen sich jetzt mit dieser Materie so intensiv beschäftigen, dass man sagt, okay, ich habe sowohl jetzt, sage ich mal, im Kapitalmarkt, im regulierten Bereich diese Klassifizierung und ich habe als nicht kapitalmarktorientiertes Unternehmen, und das sind ab 2023 eine Menge Unternehmen, das sind mindestens, ich sage mal so, 5.000 bis 10.000 Unternehmen, die das dann in Deutschland betrifft, muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann kommt der dritte Aspekt der Kapitalgeber. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Stichwort Green Bond. Also du sagst das bei der Bank, ne? Also die Banken fangen an, nur noch in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Das ist natürlich noch sehr ermessensspielraumhaftet. Also wenn man jetzt sich auch mal, hat man vielleicht auch mal persönlich gemacht, einen ETF anschaut und sagt, ich möchte jetzt hier in Green ETF investieren,
Dann muss man sich aber auch mal angucken, welche Unternehmen dann darunter sind. Also da gibt es dann auch Abstufungen zwischen, okay, ich bin nicht ganz so schlimm, sage ich mal, ich produziere keine Waffen etc., bis hin zu, ich habe nur nachhaltige Produkte, ich investiere nur in nachhaltige. Da ist natürlich, sage ich mal, noch ein bisschen Spielraum dazwischen. Deshalb macht es Sinn, sich da wirklich intensiv damit zu beschäftigen, wenn man das, wenn einem das persönlich wichtig ist. Und dort wird diese EU-Taxonomie helfen. Und der zweite Punkt, der da hilft, sind halt diese Green Bond, also Anleihenfinanzierung, wo wirklich auch geprüft wird, ob dann dieses Geld wirklich auch nur für ein nachhaltiges Investment verwendet wird. Und das ging sehr, sehr schnell jetzt. Also es war, ist auch, glaube ich, 2020, 2019 waren so die ersten, die dort ausgegeben wurden. Und das merkt man, das gewinnt an Attraktivität natürlich auch, weil wir uns in einem Niedrigzinsumfeld befinden, sodass man dadurch halt auch eine gewisse Attraktivität auf diese Anleihen bekommt. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, aber erfordert auch von jedem wirklich auch, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist wie der erste Ökostromvertrag, den man selber abgeschlossen hat. Man sollte sich dann immer auch mit den zugrunde liegenden Daten und Fakten auseinandersetzen. Aber ja, zusammenfassend, ich sehe da eine ganz große Entwicklung. Ich glaube, dass das der notwendige Hebel ist, um wirklich zu unterscheiden, wo sehen wir nachhaltige Investitionen und wo sehen wir halt so ein bisschen den Charakter der Unternehmen, die sich nicht so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, genau. Also diese Vergleichbarkeit ist tatsächlich aktuell noch schwierig. Die Definition, ne, was ist wirklich grün und was ist nur so graugrün und so, das wird sicherlich noch kommen. Ich glaube also, dass uns sehr helfen wird, dass die Öffentlichkeit noch mal mehr Augenmerk drauf hat. Also da glaube ich auch, dass so Sachen wie Fridays for Future und da kann man ja auch irgendwie kritisch mit umgehen, aber trotzdem glaube ich, haben wir da eher positive Aspekte hervorzuheben und die Aufmerksamkeit kommt da mehr drauf und die Produkte auch im Energiemarkt spiegeln das auch wieder. Also wir hatten es gerade letztens einen Live-Talk zur Peer-to-Peer-Belieferung, also dass man praktisch da einfach Versorgungsanlage um die Ecke sich auswählen kann als Privatverbraucher. Und das macht eben halt auch ein Stück weit erneuerbare Energien irgendwie erfahrbarer und wenn man dann Stück für Stück dazu kommt, dass man vielleicht selber auch nur noch Geld anlegen möchte in ETFs, die grün sind, dann brauchst du natürlich früher oder später auch ein sauberes Unterscheidungskriterium und dann muss das irgendwie transparent werden, was ist denn hier wirklich ein grüner ETF und was ist eben oder eine was auch immer Anlage, muss ja nicht unbedingt ein ETF sein. Und dann würde mich auch mal interessieren, ob die Grünen nicht am Ende vielleicht sogar in der Rendite besser sind, irgendwie, weiß ich nicht. Das gut, da it depends, würde ich auch sagen, aber Das ist ist auf super jeden spannend, Fall weil die Diskussion hatten wir witzigerweise am Montag in einem Kontext, der eigentlich gar nichts am Anfang mit Energie zu tun hatte. Es ging um die Frage, ob gewisse Investitionen, die man jetzt leistet, ich sag mal spannend. auch noch in 30, in 20, 30 Jahren so überhaupt die Rendite bringen, die man jetzt erwarten würde. Also wenn man sagt, ich will jetzt nicht das Beispiel Gaskraftwerk nehmen, aber da RWE das ja letzte Woche angekündigt hat, passt das ganz gut, dass man sich einfach überlegen muss, okay, wie viel, so früher war das keine Frage, ich hab das gebaut und natürlich, ich nutze das so lange, bis die Maschinen nicht mehr funktionieren, sage ich mal. Und jetzt in so einem Umfeld muss man sich fast überlegen, ja, wenn die Regierung in 10 Jahren sagt, so Gas ist auch nicht mehr erlaubt, das haben wir mit der Kohle zum ersten Mal überlegt. Und da haben wir uns das erstmal auch die Frage gestellt, sagen, wie du sagst, ja, wie kann ich das eigentlich beurteilen? Wie kann ich denn jetzt sehen, wie lange das noch notwendig ist? Und dann, glaube ich, im Kern, um auch vielleicht so ein bisschen auf dieses Thema Investment zurückzukommen, finde ich persönlich, wenn man sich am besten damit engagieren will, diese Themen Mieterstrom, Quartierstrom, wenn man wirklich einen Beitrag erstmal persönlich auf der Ebene leisten will, das ist immer ein ganz guter Ansatz. Ja. Aber das stimmt, diese 20 Jahre, entschuldige, diese 20 Jahre Geschichte ist halt auch so, wenn ich heute investiere und ich weiß gar nicht, ob ich sozusagen mein Investment nutzen kann bis zum Ende der Lebensdauer, dann überlege ich mir jetzt schon mal, ob es nicht eine bessere, vielleicht kalkulatorisch jetzt mit weniger Rendite ausgestattete, aber am Ende eben mit einer längeren Laufzeit mögliche Investition gibt und dann, ja, dann baue ich doch was Grünes. Ja. Ja, super spannend. Also ich halte mal kurz so fest. Also zum Thema Nachhaltigkeitsbericht. Es steckt das Ganze
Ökologische da drin und das ganze Grüne und damit auch der ganze Energiesektor und alles, was da irgendwie verbraucht wird und was da messbar ist. Da sehen wir auch eine Chance für Energieversorger. Und es wird Unternehmen treffen. Treffen hört sich so an, als ob das eine Drohung ist. Das ist ja auch eine Chance. Ne? Also es ist ja auch eine Chance, sich abzugrenzen von anderen und zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint mit Energiewende und mit Nachhaltigkeit insgesamt. Und da trifft es dann eben, hast du gesagt, irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Unternehmen ab 2023. Ja. Das heißt, da haben wir ja auch noch jetzt, oh, naja, ab Ein Jahr 2023, Zeit. Moment mal, ein Jahr Du ist. sagst vorhin das Thema Daten. Wenn wir ab dem 01.01.23 anfangen müssen zu messen, dann sollte man sich vorher schon mal so Gedanken über die Rahmenbedingungen machen, ja. Ja, super spannend. In dem Zusammenhang übrigens habe ich gerade, also wenn dieser Podcast live ist, ist es, glaube ich, 3 Wochen her, aber aus jetziger Sicht war das letzte Woche. Da gab es einen Podcast mit Limbo, mit Christoph Warmer von der EWE Digital Factory. Und die machen dieses Liegenschaftsmonitoring, also das, wo ja auch irgendwie dann die Energieeffizienz der einzelnen Liegenschaften in einer Kommune irgendwie gemessen werden. So fängt das eben halt auch an, dass dort Kommunen, Städte, Gemeinden irgendwie auch mit einem anderen Blick auf ihre eigenen Nachhaltigkeitsthemen blicken. Ja. Ich glaube, da fangen wir schon an, da eine andere Sensibilität für das Ganze zu entwickeln. Das wäre ja sehr erfreulich, wenn daraus auch tatsächlich Produkte würden, die man dann nutzen kann, um schneller Daten zu erfassen und natürlich auch irgendwie für seine eigenen Zwecke wiederum nutzbar zu machen. Also sei es, um Absicherung von Investitionen zu machen oder sei es, um Allokation von Mitteln irgendwie, von Investitionen irgendwie richtig zu steuern, sodass dass ich also da erstmal mein Geld investiere, wo am meisten warme Luft aus dem Dach saust irgendwie. Genau, und cool ist natürlich auch, wenn so ein Stadtwerk anfängt, damit ein Geschäftsmodell zu denken. Ne? Siehst du denn da irgendwie so praktisch Ansätze oder sagen würdest, das wäre jetzt ein Fall? Ich weiß, dass du ja keine Mandanten nennen kannst jetzt, aber gäbe es da Fälle, wo du sagst, das ist etwas, woraus man lernen kann, was Schule machen dürfte und wo wir vielleicht im Nachgang zu dem Podcast für den Stadtwerke Impact Day im nächsten Jahr mal eine Anfrage an die entsprechenden Personen machen können und man da mal so einen Case zeigen kann. Siehst du da sowas? Ja, ich glaube, dass das Thema, also es ist, glaube ich, schwierig, was Geschäftsmodelle angeht, weil natürlich der Energiemarkt gerade, und das ist auch was Schönes, sage ich mal, von Startup-Gesellschaften blüht, von Ideen blüht, dass jeder eigentlich das Problem sucht, was gerade sind. Es war von ein paar Jahren fing es an mit Smart Meter und Smart Home und das war ein ganz großer Fokus da. Und jetzt geht es natürlich in die Richtung zu sagen, okay, was ist das nächste? Was ist das nächste große Ding? Ich glaube, wir haben eine ganz spannende Entwicklung im Rahmen der Ladeinfrastruktur gesehen, wo, glaube ich, auch für Stadtwerke noch großes Potenzial ist. Ich glaube, wir haben auch auf anderen Ebenen dieses Thema Grünstrom. Und ich glaube, dass, wenn man sich so ein bisschen auf die Rolle von vielen Stadtwerken fokussiert und fragt, was können wir denn eigentlich richtig gut, dann ist das vielleicht auch die Nähe zu Kunden in der Region. Und das sind vielleicht zwei Punkte, so Mieterstrom, Quartierstrom, Ladeinfrastruktur, wo ich schon auch in gewisser Weise erwarten würde, dass man sich da Gedanken macht über die Lokalität. Aber ich glaube, jetzt so als Geschäftsmodell im Bereich Nachhaltigkeit, glaube ich, ist jetzt im Kern das schon auch erstmal eine Frage, dass sich jedes Stadtwerk so ein bisschen über Ziele, Strategien Gedanken macht. Es wird sicherlich da auch Zusammenschlüsse, Vereinigungen, Vereinheitlichungen geben. Aber als Instrument, glaube ich, sind es eben die Unteraspekte der Nachhaltigkeit, eben zu sagen, was sind meine Kunden im Umkreis? Was brauchen die eigentlich jetzt für ihre langfristige Strategie? Womit kann ich denen helfen? Ist es das Thema Daten? Ist es das Thema Produkte? Weil das ist, glaube ich, schon eine interessante Chance für Stadtwerke. Ja. Okay, also da auf jeden Fall ist der Rat, da am Ball zu bleiben, beziehungsweise an den Ball zu kommen und dann auch irgendwie kreativ damit umzugehen und zu gucken, wer in meinem eigenen Einzugsgebiet, in meinem eigenen Kundenkreis gehört eigentlich zu denen, die in Zukunft Nachhaltigkeitsberichte erstellen Zum dürfen. Beispiel. Ne? Ja. Okay.
Definition der Unternehmen, die ab 2023 dran sind, sozusagen, die würde ich ja gerne in die Shownotes schreiben, beziehungsweise einen Link da reinsetzen. Kannst du mir da was geben dazu? Lass ich dir gerne zukommen. Das ist im Kern, das ist jetzt wieder, jetzt beginne und ende ich mit dem Wirtschaftsprüfer. Das ist am Ende des Tages eine EU-Richtlinie, die dann erst noch in deutsches Recht umgesetzt werden muss, die aber jetzt schon mal definiert, welcher Kreis, der Anwenderkreis das ist. Und da ist eigentlich relativ wenig Spielraum für die Regierung, diesen dann nochmal zu ändern. Das heißt, da kann sich die Unternehmer vorbereiten. Ich glaube, die muss bis 1. Dezember 2022 dann umgesetzt werden. Aber sende ich dir gerne zu. Bis 1. Dezember 2022 umgesetzt, damit es dann am 1. Januar 2023 sozusagen gleich in Kraft tritt, oder Ja, beziehungsweise. also das ist so ein bisschen das, wo vielleicht noch gewisse Hoffnung besteht, dass es einen gewissen Spielraum dann gibt, zu sagen, wir verlängern um ein Jahr, weil man sieht es halt auch in der Diskussion. Also das Thema, was kommt dann auf uns zu, das soll jetzt alles sehr schnell gehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ob man nicht vielleicht einen Schritt zurück macht und nochmal sagt, okay, wir sind noch nicht so weit, wir warten noch ein Jahr. Aber das ist jetzt erstmal so der Stand, wie er ist und wie die Erwartungshaltung ist. Ja, okay, also was mich sehr freuen würde, wäre, wenn wir irgendwie noch einen weiteren Aufschlag hinkriegen in einem der Live-Gespräche, die wir noch bis zum Stadtwerke Impact Day 2022, am 27. Januar übrigens, machen werden. Und dass wir vielleicht auch am 27. Januar im Rahmen eines Panels oder eines Pitches, einer Keynote oder einer Masterclass nochmal zusammenkommen. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema und es gibt bestimmt noch ganz viele Seitenstränge und da würde mich tatsächlich noch interessieren, den ein oder anderen Stadtwerke intern sozusagen, also so jemand, der tatsächlich das auch vor der Nase hat und vielleicht auch einordnen kann nochmal, was davon steht in Konkurrenz dazu in der Ausrichtung von Stadtwerken aktuell und in dieser aktuellen Phase von ja von Energiewende. Gerne. Gerne. Ja, genau. Ich gucke nochmal die Shownotes irgendwie, wie gesagt, noch ein bisschen Informationen anreichern zum Thema Nachhaltigkeitsbericht, wo kommt das her, was gibt es und vor allem auch die ISSB-Thematik und diese EU-Richtlinie, wen es dann trifft. Das dürften ja auch einige Stadtwerke dabei sein. Da gehe ich auch von aus, ja. Ja, okay. Haben wir noch was vergessen, Niklas? Nee, ich glaube nicht. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich finde das Medium Podcast seit der Corona-Zeit sehr, sehr spannend, weil es einfach eine gute Sache ist, verschiedene Themen voranzubekommen. Und Ja. ja, also Gibt's ich, jemanden, wo du jetzt so spontan sagen würdest, dass noch jemand, den musst du unbedingt hier in den Podcast reinholen und im Sit-Umfeld sozusagen interviewen und kennenlernen? Hast du da eine Idee oder kannst du mir die später nochmal zuwerfen? Aber vielleicht kann es auch sein. ja, ich glaube, es gibt gerade ganz viele interessante Akteure im Energiemarkt und die man mehr persönlich treffen würde, weil das ist das, was so ein bisschen gelitten hat in der Zeit. Aber ich glaube, ich denke, da wird es sehr viele interessante, also es sind manchmal auch Personen, wo man gar nicht erwartet hat, dass dann so ein spannendes Thema bei rumkommt, sage ich mal. Also ich glaube, ich freue mich da einfach auf guten Austausch auf verschiedenen Ebenen. Ich persönlich finde gerade das Thema PPA super spannend. Das ist für mich, glaube ich, weil ich es auch auf beiden Seiten, also Energieunternehmen und Verbraucherseite, gerade fast jede Woche einmal höre, total spannend. Und deshalb auf die Ja. Diskussion freue ich mich. Aber ich glaube, da Es gibt es ist noch auch viel zu tun. ein, das ist tatsächlich auch ein super Thema. Auch diese Post-EEG-Thematik, ne, wo, alle sprechen drüber, ja, 20 Jahre ist es her, dann ist die Sau irgendwann durchs Dorf getrieben, aber ist Jetzt geht mir es erst. irgendwann auch jetzt wieder klar geworden, es ist wieder ein Jahr weiter. Es gibt wieder Anlagen, die da reinfallen oder rausfallen vielmehr. Und das sind alles potenzielle Kandidaten für super für PPA-Themen, ne? Und da ja, entwickelt sich halt auch gerade was. Das finde ich sehr schön. Ja. Okay, prima, Niklas. Dann freue ich mich auf ein nächstes Mal und sag ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in die Nachhaltigkeitsberichtlichkeit, wollte ich gerade sagen. Und genau, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne, vielen Alles Dank. klar. Ciao. Ciao.